Auch eine ganze Reihe von bekannten Bundestagsabgeordneten geht am 22. September in den politischen Ruhestand. Michael Glorisch, Franz Müntefering, Wolfgang Thierse und auch Ruprecht Polenz. Er ist vielleicht nicht ganz so bekannt wie die anderen, ist aber in der Union und darüber hinaus ausgesprochen geschätzt für seine außenpolitische Kompetenz. Wie sieht seine Bilanz aus? Was bleibt? Was war ihm wichtig? MdB AD nun mit Ruprecht Polenz im Gespräch mit Gerd-Joachim von Valois. Herr Polenz, noch einen Missgriff könne sich Angela Merkel nicht leisten, hat Ihr Nachfolger als Generalsekretär Laurenz Mayer gesagt. Ich will das Ganze mal umdrehen und fragen, war es denn für Sie ein Missgriff, ein Fehler, Generalsekretär zu werden im Jahr 2000? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe da viel gelernt. Ich konnte meiner Partei auch in der schwierigen Zeit, wo ich das wurde, inmitten der Spendenaffäre helfen, wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Allerdings, je länger diese Zeit dann zurücklag und je mehr wir das überwunden hatten, umso mehr war dann die Abteilung Attacke wieder gefragt. Und das ist nicht ganz so mein Ding. Ich bin eher jemand, der Brücken baut. Ja, Sie haben sich ja schon sehr früh für Außenpolitik interessiert, auch als Abgeordneter. Warum eigentlich denn die Wahlbürger in Ihrem Wahlkreis, auf die es ja letztlich dann auch ankommt, die interessieren sich natürlich viel mehr für die innenpolitischen Dinge, für die Dinge, die sie vor Ort erleben, als für die große Außenpolitik? Das ist richtig. Aber all die innenpolitisch wichtigen Fragen können wir ja nur dann so diskutieren und selber entscheiden, wenn Deutschland selbst in Frieden, Sicherheit und Freiheit lebt. Und dafür sorgt unter anderem eben auch Außenpolitik. Und deshalb habe ich mich dafür interessiert. Ja, und das hat ja ganz gut geklappt. Sie sind dann Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses geworden, eine wichtige Stimme Deutschlands im Ausland, aber auch eine sehr eigenständige Stimme, wie viele immer wieder sagen. Sie sind zum Beispiel häufig nicht der Meinung der Parteivorsitzenden gewesen, zum Beispiel in der Türkei-Frage. Privilegierte Partnerschaft, haben Sie gesagt, nein, die müssen die Vollmitglied werden. Wir haben ja jetzt im Frühjahr auch dort einige Entwicklungen erlebt. Bleiben Sie bei dieser Meinung? Also mit der Parteivorsitzenden bin ich in dieser Frage nicht einig, mit der Bundeskanzlerin schon. Denn im Koalitionsvertrag steht, dass wir mit dem Ziel des Beitritts mit der Türkei verhandeln, dass die deutsche Regierung, Bundesrepublik Deutschland, das auch unterstützt. Ich halte das für richtig. Und bei der Meinung bleibe ich auch. Im Gegenteil, gerade die Ereignisse der letzten Wochen zeigen, dass es in der Türkei jetzt eine lebendige Zivilgesellschaft gibt, dass sich die Türkei hier auch mehr den europäischen Standards annähert, dass diese Zivilgesellschaft auf gleicher Augenhöhe mit dem Staat sein will. Und wir könnten das dadurch unterstützen, dass die Europäische Union die nächsten Verhandlungskapitel eröffnet. Aber es ist ja so mühsam, finde ich, in der Außenpolitik, dass man immer nur winzige Schrittchen vorankommt. Der einzelne Außenpolitiker kann ohnehin auch nicht viel erreichen. Gerade bei der Türkei sehen wir ja bei allem guten Zureden, die Regierung handelt manchmal ganz anders, als man es vorher denkt. Das ist richtig. Und deshalb kommt es ja auch darauf an, an Strukturen zu arbeiten, die unabhängig von den aktuell handelnden Politikern ein Land auch auf Kurs halten und funktionieren. Das ist in der Europäischen Union gelungen. Die Friedensstrukturen, die hier seit 60 Jahren entstanden sind, funktionieren auch bei mittelmäßig begabten Politikern. Ja, da merkt man ganz den Diplomaten bei Ihnen. Aber es gibt dann doch, glaube ich, die eine oder andere Situation in Ihrem Berufsleben, da haben selbst Sie so ein bisschen mal die Kontenance verloren. Zum Beispiel jetzt bei der Sicherheitskonferenz in diesem Jahr in München. Da sind Sie dann so gereizt worden, dass Sie in einer Diskussion dann doch für diplomatische Verhältnisse mal deutliche Worte gefunden haben. Das wollen wir uns gerade mal anschauen. Gucken wir uns gemeinsam hier mal den Einspieler an. Sie berufen sich auf das alte Safeguard-Abkommen von 1974. Obwohl alle Welt inzwischen im Atomwaffensperrvertrag eine andere Grundlage auch für intensivere Kontrollen hat, einfach weil die Transparenzanforderungen im eigenen Interesse der Kernenergie nutzenden Länder höher sind heute. Und Sie sagen, nein, wir bestehen darauf, das, was wir 1974 zugestanden haben, das ist unsere Basis. Wissen Sie, es gibt in Deutschland gelegentlich schwere Unfälle auf der Autobahn. Und dann gibt es eine Warnung, da ist ein Geisterfahrer unterwegs. Und einer hört das auch und sagt, was heißt hier ein Geisterfahrer? Es sind ganz viele, die mir entgegenkommen.
Und so ähnlich benimmt sich der Iran, wie ein nuklearpolitischer Geisterfahrer auf der Autobahn. Nur Sie sagen, wir haben recht, die ganze Welt irrt sich, wir sind friedlich mit unserem Programm. Tja, da hat der iranische Außenminister nicht schlecht gestaunt, nuklearer Geisterfahrer. Das ist für diplomatische Verhältnisse ja schon ein ganz schönes Angehen. Gleichzeitig hat aber Guido Westerwelle den Tag vorher noch gebremst, wie überhaupt die Ausländer immer über uns sagen, gerade in der Iran-Frage, in der Atomfrage sind die Deutschen die, die im Bremserhäuschen sitzen. Was wollten Sie da erreichen an dem Tag? Nun, ich beschäftige mich mit dem Iran praktisch seit ich im Deutschen Bundestag bin und habe die Verhandlungen natürlich über die ganze Zeit von außen mitverfolgt. Und es war einfach an der Zeit, zumal auch die Iraner auf mancher Münchner Sicherheitskonferenz, wie ich fand, etwas nicht so richtig angepackt wurden, wie man es eigentlich machen muss auf einer solchen Konferenz, ihnen einmal auch ihre eigenen Widersprüche vorzuhalten. Und darum ging es mir dabei. Und das mit dem nuklearen Geisterfahrer ist mir da spontan eingefallen. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen ihm da gesagt, dass zum Beispiel eben dieses Bestehen auf Respekt und mit Respekt behandelt werden wollen, das ist richtig. Aber da muss der Iran das anderen Völkern gegenüber auch machen und kann nicht jeden Freitag Tod Amerika, Tod Israel in den Moscheen rufen lassen und das praktisch zu einer Staatsdoktrin erheben. Und das waren so Punkte, da habe ich schon gemerkt, da konnte der iranische Außenminister nicht richtig wechseln. Aber macht man sich da vorher Gedanken darüber, dass der Außenminister, ich habe es gerade schon mal angesprochen, am Tag vorher quasi das Gegenteil gesagt hat und gewarnt hat vor der militärischen Option? Nein, ich wollte ja nicht in der militärischen Option das Wort reden. Ich glaube, wir haben da schon in der Politik eine breite Übereinstimmung in Deutschland, auch zwischen den Fraktionen. Sondern man kann natürlich als Abgeordneter manches etwas deutlicher sagen, als das eine Regierung tun kann. Und davon muss man dann allerdings auch Gebrauch machen. Wir erinnern uns ja alle noch an den Fall Libyen, als sich Deutschland im Sicherheitsrat enthalten hat. Hat Deutschland so eine Sonderrolle grundsätzlich in der Weltpolitik, weil wir diese Vergangenheit haben? Immer dann, wenn es um militärische Einsätze geht, müssen wir uns zurückhalten oder sollten wir uns zurückhalten? Nein, wir haben uns ja engagiert, angefangen mit dem Engagement auf dem Balkan zur Befriedung in den Ländern des zerfallenen Jugoslawiens und sind bis heute mit KFOR-Soldaten dort. Wir sind sehr stark engagiert in Afghanistan über jetzt mehr als 10 Jahre, werden das auch in anderer Form bleiben. Also es kann keine Rede davon sein, dass Deutschland sich an solchen internationalen Einsätzen zur Konfliktlösung nicht beteiligen würde. Bei Libyen war es eine schwierige Situation. Ich hätte mir eine andere Entscheidung der Bundesregierung gewünscht, das ist bekannt. Aber ich weiß auch, dass beispielsweise die deutsche Bevölkerung die Entscheidung der Bundesregierung weit überwiegend richtig fand. Also die militärische Option ist immer ein Mittel der Außenpolitik auch? Sie ist Ultima Ratio, wenn es gar nicht anders geht. Aber wenn man dieses Mittel nicht zur Verfügung hat, wirken die diplomatischen Mittel, die man hat, nicht in der gleichen Weise. Also die Möglichkeit, man könnte auch noch anders, hilft dazu, dass man nicht anders muss. Sie treten nun ab als international renommierter Außenpolitiker und ich will mal einen anderen zu Wort kommen lassen, der sich über Sie geäußert hat. Das wollen wir uns mal anschauen. Ruprecht Polenz ist aus meiner Sicht ein wirklicher parlamentarischer Glücksfall. Er ist ein eigenwilliger Kopf mit festen Grundsätzen, aber er ist keiner dieser typischen Rechthaber. Er weiß, dass auch andere gute Argumente haben. Und das prägt seinen Beratungsstil im Auswärtigen Ausschuss, dem er jetzt lange vorsitzt. Wir sind zusammen gereist in die Türkei und in den Iran. Im Iran in besonderer Mission, als es darum ging, einen dort gefangen gehaltenen Deutschen herauszuholen. Was wir im Gespräch mit unserem iranischen Partner geschafft haben. Der Name dieses Partners war übrigens Rouhani und der ist heute gewählter Präsident des Iran. Das und anderes wird mir in Erinnerung bleiben. Ich wünsche Ruprecht Polenz alles Gute. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Danke und auf Wiedersehen. Ja, Herr Polenz, mit Hans-Ulrich Klose geht ein anderer renommierter Außenpolitiker aus dem Deutschen Bundestag.
will ich das Gefühl nicht los, dass bei den Jugendlichen, die man da so nachkommen sieht, eigentlich gar niemand so sehr heraussticht als Außenpolitiker. Woran liegt das? Also ich glaube, als ich angefangen habe, hätte man das Gleiche sagen können. Und mich hat natürlich jetzt sehr gefreut, was Hans-Ulrich Klose gesagt hat. Es gibt allerdings in der Tat ein Problem, gerade für junge Leute, wenn sie neu in den Bundestag kommen, ob sie sich der Außenpolitik widmen wollen oder sollen. Man ist ja sowieso schon die Hälfte der Zeit nicht im Wahlkreis, weil man in Berlin bei den Sitzungswochen sein muss. Und als Außenpolitiker ist man dann in der sitzungsfreien Zeit auch noch 2-3 Mal im Monat im Ausland. Und da kann es sehr schnell sein, dass man zu Hause gesagt bekommt, jetzt hast du nur noch die große weite Welt im Sinn, was kümmert dich noch unsere Angelegenheit, setz dich lieber für die Umgehungsstraße ein. Und das wird dann möglicherweise auch innerparteilich schnell ausgenutzt und beim nächsten Mal hat man dann große Schwierigkeiten, wieder aufgestellt zu werden. Das ist jedenfalls die Sorge, die manche haben. Mir war das schon auch klar und deshalb habe ich mir von Anfang an gesagt, wenn du Außenpolitik im Bundestag machen willst, musst du im Wahlkreis mindestens 10% mehr tun, als wenn du in den Verkehrsausschuss gehen würdest. So habe ich es aber auch die ganze Zeit gehalten. Ich habe im Wahlkreis mindestens 10% mehr gemacht. Aber wenn man es dann mal geschafft hat, zum Beispiel in Ihrer Position gelandet ist, dann ist das ja auch mit vielen Privilegien verbunden. Bei Abendessen, bei Staatsempfängen sitzt man am Tisch des Präsidenten zum Beispiel, man reist viel. Also Außenpolitiker ist so gesehen gar nicht so schlecht. Außenpolitik ist interessant, Außenpolitik ist faszinierend und ich wusste schon, warum ich das mache. Ich würde auch dem Bundestagspräsidenten nicht widersprechen, der bei dem ersten Empfang, als ich Ausschussvorsitzender wurde, vom diplomatischen Korps, als er mich vorgestellt hat, gesagt hat, der Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses sei die zweitschönste Aufgabe, die der Deutsche Bundestag zu vergeben habe. Ich habe das auch so empfunden. Es ist eine dankbare Aufgabe, eine anspruchsvolle, auch eine mit viel Arbeit verbunden. Aber ich habe sie gern gemacht. Wären Sie eigentlich gerne Außenminister geworden? Wenn man als CDU-Politiker sich mit Außenpolitik beschäftigt, weiß man, dass man das nach menschlichem Messen nicht wird. Das war mir von vornherein klar. Ich bin mit Leib und Seele Parlamentarier. Ich sehe das auch als eine Aufgabe eigener Art an. Ich empfinde Regierung auch als Aufgabe eigener Art, aber nicht in dem Sinne jetzt quasi als Beförderung, sondern es ist etwas anderes. Und mir hat das Parlament Spaß gemacht, auch vor allem die Freiheit eines Abgeordneten. Ich bin da mal weg, haben Sie auf Ihrer Facebook-Seite geschrieben. Sie sind jetzt 67 Jahre, da kann man aufhören, muss man aber nicht. Haben Sie alles erreicht? Sind Sie zufrieden? Ich bin zufrieden. Alles erreicht hat man, glaube ich, nie. Und ich habe ja auch noch Pläne für das, was kommt. Da werden wir sehen, was ich davon verwirklichen kann. Das fängt mit guten Vorsätzen, was mehr Bewegung angeht, an. Also ein bisschen mehr Sport. Das sind die Vorsätze für die Zeit mit der Familie und das eine oder andere, was zurückgestanden hat, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Ich werde etwas wissenschaftlich arbeiten, vielleicht auch an der Universität Münster Lehrveranstaltungen machen. Das ist gerade in der Vorbereitung. Also es gibt genug zu tun. Ruprecht Polenz, vielen Dank und alles Gute. Dankeschön.